Fortsetzung und Höhepunkt des Kampfes. Jesu Angriff auf das Judentum. Selbstzeugnis Jesu als des Lichtes der Welt und des Sohnes Gottes. Nun redete Jesus aufs Neue zu ihnen und sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du legst für dich selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist ungültig. Jesus gab ihnen zur Antwort: Auch wenn ich für mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach der äußeren Erscheinung, ich richte überhaupt keinen. Aber auch wenn ich richte, ist mein Urteil unverwerflich, denn ich stehe mit meinem Zeugnis nicht allein, sondern mit mir ist der Vater, der mich gesandt hat. Nun steht doch auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Personen rechtsgültig sei. Ich lege Zeugnis für mich ab, und der Vater, der mich gesandt hat, legt auch Zeugnis für mich ab. Da fragten sie ihn: Wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete: Weder mich noch meinen Vater kennt ihr. Wenn ihr mich kennt, würdet auch ihr meinen Vater kennen. Diese Worte sprach er, als er beim Opferkasten im Tempel lehrte. Und keiner legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aufs Neue sagte er dann zu ihnen: Ich gehe weg, dann werdet ihr mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa das Leben nehmen, dass er sagt: Wo ich hingehe, dahin könnt ihr nicht kommen? Da sagte er zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete ihnen: Das, was ich euch von Anfang an gesagt habe und was ich auch jetzt euch sage. Vieles hätte ich über euch noch zu sagen und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum fuhr Jesus fort: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern so rede, wie mich mein Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das tue, was ihm wohlgefällig ist. Streit um die Abrahamskindschaft. Jesus erklärt die Juden für Teufelskinder. Mordversuch. Als er so redete, kamen viele zum Glauben an ihn. Da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren: Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da entgegneten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und haben niemals jemanden als Knechte gedient. Wie kannst du da sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Hause. Der Sohn dagegen bleibt für immer darin. Wenn also der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein.
Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Was ich bei meinem Vater gesehen habe, das rede ich. Dementsprechend tut auch ihr, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm mit der Versicherung: Unser Vater ist Abraham. Jesus erwiderte ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr auch wie Abraham handeln. Nun aber geht ihr darauf aus, mich zu töten, einen Mann, der euch die Wahrheit verkündigt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie erwiderten ihm: Wir sind doch keine unehrlichen Kinder. Wir haben nur einen Vater, nämlich Gott. Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn Gott wirklich euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht, weil ihr nicht imstande seid, das, was meine Worte besagen, auch nur anzuhören? Ihr habt den Teufel zum Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Mörder von Anfang an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen Wesen, denn er ist ein Lügner und der Lüge Vater. Weil ich dagegen die Wahrheit rede, schenkt ihr mir keinen Glauben. Wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Wenn ich die Wahrheit rede, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten ihm die Juden: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter und von einem bösen Geist besessen seist? Jesus antwortete ihnen: Ich bin von keinem bösen Geist besessen, sondern ehre meinem Vater. Doch ihr nehmt mir meine Ehre. Ich sorge nicht für meine Ehre, doch es ist einer da, der dafür sorgt und auch Gericht darüber hält. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort befolgt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Da entgegneten ihm die Juden: Jetzt wissen wir, dass du von einem bösen Geist besessen bist. Abraham ist gestorben und ebenso die Propheten. Und du sagst: Wenn jemand mein Wort befolgt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht schmecken. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch hat sterben müssen? Und auch die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehren wollte, so wäre es mit meiner Ehre nichts. Nein, mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und ihr habt ihn doch nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, dass ich ihn nicht kenne, so würde ich euch ähnlich sein, nämlich ein Lügner. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Euer Vater Abraham jubelte darüber, als er meinen Tag sehen sollte, und er hat ihn auch gesehen und sich darüber gefreut. Da sagten die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging dann zum Tempel hinaus. Neuntens. Jesus und der Blindgeborene. Im Vorübergehen sah er einen Mann, der von Geburt an blind war.
Da fragten ihn seine Jünger: Meister, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Weder er hat gesündigt noch seine Eltern, sondern das Wirken Gottes sollte an ihm offenbar werden. Wir müssen im Dienste dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nach diesen Worten spie er auf die Erde, machte mit dem Speichel einen Teig, strich dem Blinden den Teig auf die Augen und sagte zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teiche Siloa. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend zurück. Nun sagten die Nachbarn und die Leute, die ihn früher als Bettler gesehen hatten: Ist das nicht der Mann, der früher da saß und bettelte? Die einen sagten: Ja, er ist's. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ja, ich bin's. Da fragten sie ihn: Auf welche Weise sind dir denn die Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mann, der den Namen Jesus führt, machte einen Teig, bestrich mir die Augen damit und sagte zu mir: Geh an den Siloa-Teich und wasche dich. Da ging ich hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo ist der Mann? Er antwortete: Das weiß ich nicht. Man führte ihn nun zu den Pharisäern, den ehemals Blinden. Es war aber Sabbat an dem Tage gewesen, an dem Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen aufgetan hatte. Da fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden sei, und er antwortete ihnen: Er hat mir einen Teig auf die Augen gelegt, ich habe mich dann gewaschen und kann nun sehen. Da sagten einige von den Pharisäern: Jener Mensch kommt nicht von Gott, er hält ja den Sabbat nicht. Andere dagegen meinten: Wie könnte ein sündiger Mensch derartige Wunder tun? So bestand eine Meinungsverschiedenheit unter ihnen. Sie fragten also den Blindgeborenen aufs Neue: Was sagst du denn von ihm? Dir hat er doch die Augen aufgetan. Jener antwortete: Er ist ein Prophet. Die Juden wollten nun von ihm nichts glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden sei, bis sie schließlich die Eltern des sehend gewordenen riefen und sie fragten: Ist dies euer Sohn, der, wie ihr behauptet, blind geboren ist? Wie kommt es denn, dass er jetzt sehen kann? Da antworteten seine Eltern: Wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wie es aber kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, er wird selbst Auskunft über sich geben. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon miteinander abgemacht, dass, wenn jemand Jesus als den Messias bekenne, er in den Bann getan werden solle. Aus diesem Grund sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. So ließen sie denn den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal rufen und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind gewesen bin und jetzt sehen kann. Da fragten sie ihn noch einmal: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon einmal gesagt, doch ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden?
Da schmähten sie ihn und sagten: Du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mann gab ihnen zur Antwort: Darin liegt eben das Verwunderliche, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat mir doch die Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, nur wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Solange die Welt steht, hat man noch nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, so könnte er nichts ausrichten. Sie antworteten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns Lehren geben? Und sie stießen ihn aus. Jesus erfuhr von seiner Ausstoßung und sagte zu ihm, als er ihn traf: Glaubst du an den Sohn Gottes? Jener antwortete: Herr, wer ist denn das? Ich möchte gern an ihn glauben. Jesus antwortete ihm: Du hast ihn gesehen, denn der mit dir redet, der ist es. Jener sagte: Ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Da sagte Jesus: Zu einer Scheidung bin ich in diese Welt gekommen, die Nichtsehenden sollen sehen können, und die Sehenden sollen blind werden. Das hörten von den Pharisäern diejenigen, welche sich bei ihm befanden, und fragten ihn: Sind wir etwa auch blind? Jesus antwortete ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber behauptet ihr, wir sind sehend, eure Sünde bleibt. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon, strebe nach dem Weg, der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit wird dich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.